Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Gelato86 und wir spielen das Spiel Final Fantasy 15. Wir sind letztens hier stehen geblieben und wir splitten diesen Dungeon in zwei Parte. Ich hoffe zwei Parte reichen. Zumindest ist das jetzt der zweite Part davon. Und ja, wir machen nach wie vor der Schatten von Staylif und ich hoffe, wir sind bald beim Boss. Denn wir sind eigentlich schon hier eine ziemlich lange Zeit. So, dass wir eigentlich schon fast, glaube ich, beim Boss sein müssten. Im besten Falle. Aber ja, wir sehen mal. Wir schauen mal, was rauskommt. So, wunderbar, besiegt. Kinderleicht. Los, vorwärts. Eine Sammlermünze und weiter geht's. Okay, Tomberries, ganz viele Tomberries. Oha, die haben auch sehr viel HP, wie ich gerade sehe. Die schlucken ja wie sonst was. Das kann auch sehr lange dauern. Die machen diese komischen Messerstichattacke. Und dann ist man tot. Nein, ganz tot. Mist. Mal gucken, ob ich damit mehr Schaden mache. Und ich muss auch nochmal meinen Schaden generell buffen. Also mit Items. Wir haben ja hier Kraft. Und zwar damit hier. Kraft X. Okay, jetzt machen wir Königswaffen, dann geht's ab. Okay, die halten definitiv so viel aus. Das ist schon krass, die haben also so viel AP. Hey, Lennmeister! Geben wir uns jetzt peinliche Spitznamen. Danke dir. So, ich würde halt gerne hier Claudio beleben und. Ach so, kommt er auch, okay. So. Und let's go. Danke. Verdammt. Leg los, Otto. Geh schön. Ich meine, warum nicht? Wenn er Schaden macht, machen wir auch mal Schaden hier ein bisschen. Okay, einer ist down. Einer ist down zum Glück. Ja, aber es sind immer noch drei, die Probleme machen. Mist, da hat uns der wieder erwischt. Wie der hinter mir herrennt, der will mich abstechen. Nein! Theorie und Praxis. Geht bloß weg von mir. Wie unzüglich. Die es auf mich abgesehen haben. Konto! Verschwende! Hier bin ich! Lass mich doch in Ruhe! Also die sind auf jeden Fall schlimm, diese Gegner. Diese Gegner sind schlimm. Yes.
Nimm's mir nicht übel. Ignis, los! Deine Stärkung! Für dich! Danke dir! Wie oft die mich killen, das ist doch unglaublich. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und nur noch zwei Würstchen. Ist im Prinzip egal, wie viel AP ich habe. Die machen sowieso One-Hit. Ja, die machen One-Hit. Na, schafft ihr den alleine? Und der Sieg ist unser. Na toll, ich muss mich wiederbeleben. Mist. Sonst geht der Kampf nicht weiter. So, das war's. Schluss mit lustig. Ey, ich hoffe wirklich, dass nicht nochmal hier so ein Vierer-Tombril kommt. Das ist ja hier voll der Hammer. Großartig. Balmung? Warte mal. Ist das nicht eine richtig krasse Waffe? Balamung. Ein seltenes Schwert, dessen Angriffskraft verdoppelt zu den MP abnimmt. Je geringer die MP, desto geringer die Angriffskraft. Okay, das ist was ähnlich wie meine Waffe, nur mit Magie. Desto weniger Magie, desto weniger Damage ich mache. Okay, cool. Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. So, ich denke mal, wir werden hier campen und werden nochmal das Zeug futtern, was wir gefuttert haben. Weil dann wird es auch nämlich zwischengespeichert. Das ist dann gut, falls wir irgendwie doch ins Gras beißen. Warum auch immer. Obwohl das anscheinend, ja, wahrscheinlich nicht passiert, aber egal, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass uns nichts passiert. Na komm schon. So, wir kochen das hier. Also das sieht richtig gut aus. Deswegen kann ich das auch verstehen, warum dadurch Critical Hits gesteigert wird, weil es einfach super aussieht. So ein frittiertes Hähnchen, oh geil. Und das coole ist Ignis. Ja, durch Ignis, ja, weil er als kocht, steigen auch dann die Skills, das ist ganz gut. Das sieht cool aus. Kampf siehst du gelassen aus. Das sieht richtig gut aus. Ich sehe ganz normal aus. Ja, das gefällt mir sehr. Gutes das sieht Timing auch gut aus. Also auf jeden Fall ein paar gute Bilder dabei. Ich hätte gerne natürlich gespeichert, aber ja. Wir können leider nur 150. Vielleicht tut das mal Square Enix irgendwie updaten auf 1000 Fotos oder so. Das wäre super, weil sind ja doch der eine oder andere Schnappschuss mit dabei, der ziemlich gut aussieht. So, ich bin bereit zum Aufbruch. Und ihr? Ich bin auch müde. Wir sind nee, da. Noch nicht ganz. Wir sind noch nicht da. Aber auf jeden Fall wurde jetzt zwischengespeichert und wir können hier zum Boss. Ich hoffe, gleich kommt ein Boss. Was ist das denn? Fürsten? Okay, so viel halten die nicht aus. Kleine Küken. Ganz toll. Wie süß. Kleine Küken. Perfekt. So, und wir können weiter. Sollen die jetzt irgendwie fies sein, diese Küken? Die haben doch gar keinen Schaden gemacht. Oh, Wespen, nein. Die muss ich schnell killen, sonst machen die Verwirrung. Wobei, nein, machen sie nicht mehr. Ich habe doch Schleife. Schluss mit dem Elend. Das war's dann wohl. Tja, Biene Meier kann nichts mehr ausrichten mit ihren Stachelchen. Na ja, komm. So, perfekt. Was gibt's denn hier?
Eine Gedenkmünze, Als ob wir davon nicht schon 1000 hätten. Ah, schon wieder diese paar Küken. Jetzt wird's ernst. Lass mir nicht kurz einen Putzen. Reicht eine Minute? So lang brauchen wir. Weiter. Pflaumenfeder, damit kann ich bestimmt irgendwas Cooles machen. Hört sich an wie Flauschfeder, ne? Oh, schon wieder die Bienen. Vorwärts. Ich hoffe einfach, es ist mir egal, dass die Bienen da sind. Ich hoffe einfach, es kommen keine Tombowies mehr. Wobei ich bei den Tombowies einfach ein bisschen Magic benutzt hätte, oder? Dann hätten wir auch viel Damage gemacht. Habe ich denn noch von dem Halttrank? 37, okay. Dann kann er ja noch welche automatisch benutzen. Erinnert mich ganz, ganz leicht an Final Fantasy 12, das Gambit-System. Aber hier ein Gambit-System bei Final Fantasy 15 hätte wahrscheinlich überhaupt nicht reingepasst. Aber ich freue mich auf das Remaster von Final Fantasy 12. Kommt ja auch bald. Irgendwo mal in 2017. Also ich freue mich drauf. The Zodiac Age oder sowas heißt das. Passt nicht zu dir, den Kopf zu verlieren. Ganz toll. Das ist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Wie schnell wir die jetzt gekillt haben, ne? Ja. Aber dieser Dungeon zieht sich wirklich langsam. So, erst nochmal hier buffen. Aus meinen Augen. Und dann können wir schon loslegen. Ja, so sehe ich das auch. Kinderleicht. Das war einfach. Ich habe halt ein bisschen Respekt nur von den Tombowies hier, weil die haben wirklich viel HP. Ansonsten die allen anderen Monster sind ja lachhaft. Okay, 3 Stück jetzt. Ich habe doch geblockt. Nicht. Hat nicht geklappt. Nein, tot. Verdammt, die ziehen echt viel ab. Das sind ja 4 Stück oder 5 Stück, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier richtig gerade ab. Mist. Aufpassen, sonst war es das für uns.
So, besiegt. Alle gleichzeitig. Was? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Ja, da wir das geschafft haben, können wir weiter runter. Und den nächsten Kampf oder Boss uns stellen. Okay, Biene Meyers. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Das dürfte nicht lange dauern. Perfekt, das haben wir geschafft. Super. Super duper. Heiltrank. Ja. Also Heiltrank ist auch nicht schlecht. Das ist ja schließlich das, was Noctis automatisch benutzt. Um sich die ganze Zeit jetzt zu heilen. Jetzt wird's ernst. Okay, damit hätten wir die Küken besiegt. Was haben wir hier? Ein Elixier, okay. Das ist gut, dass der Claudio auch nach und nach, naja, nicht immer, aber ab und zu, findet auch Phönixfedern nach dem Kampf. Das ist auch sehr hilfreich. Okay, hier können wir wieder campen. Ich denke mal, das werde ich wieder skippen diesmal. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Boah, das wird ja immer länger, diese Dungeon. Das ist ja unglaublich. Aber, egal. Oh, was ist das denn? Ein Riesengockel? Hoffentlich erwartet uns keine Tanken hier. Richtig wird's jedenfalls nicht. Ja, aber der hält aber nicht viel aus, ne? Ja. Ja doch, das war ziemlich einfach. Ziemlich einfach. Das schaffen wir doch locker. Denkst du, ja? Schön brav, meine Lieben. Die werden sich wundern. Das sieht nicht besonders fit aus. Vorsicht! Ducks! Bleib stehen, prompt, warte noch ein bisschen, warte gleich. So. Nicht leichtsinnig werden. Entschuldigung, werd besser aufpassen. Dunkles Wappen. Ach so, das ist ja gegen, gegen Dunkelheit Resistenz 30% oder so, keine Ahnung. Nichts Spektakuläres. Zum Glück ist das vorbei. Wie schnell man hier Dings der XP macht, das ist cool. Also wenn man noch unter Level 99 ist. Das ist auf jeden Fall sehr cool hier. Da gibt er mir einen Schwinger. Wenn Noct irgendwie so halb tot ist, hat er graue Haare. Habt ihr das gemerkt? Muss man mal so ein bisschen drauf achten. So, Chromstück. Aha. Boah, ich bin jetzt in diesem Dungeon gefühlte 50 Minuten oder so. Nein, Tom, das ist nicht. Aber nur zwei, oder? War zum Glück nur zwei. So, erstmal hier Waffen auf Stärke. Warte mal, das können wir doch ganz einfach machen. Was mache ich denn hier? Überprüfen. Anordnen. Wir können auch Stärke hier auf warte mal, hier können wir das doch auf die, ja, auf die 9 packen, auf die 9, und dann wenn wir das weiter oben
So, speichern, okay. So, jetzt haben wir das hier. Perfekt. Nicht mehr so weit weg. Schluss mit lustig! Nein, wie Noctis schreit. Nein, der Arme. Da und schon hat er wieder graue Haare. Und wenn er lebt, hat er wieder schwarze Haare. Das ist mir mal so spontan irgendwie vorhin aufgefallen. So, irgendwie passt mir das nicht. Moment. Und zwar möchte ich doch lieber das, ja, wo ist das? Das hier auf der 7 haben. So. 7 ist meine Glückszahl. So, und dadurch ist das direkt quasi hier unter Ether perfekt. Nein, warum Zyklon? Oh, das muss ich auch mal auswechseln. Dieser Attack ist eigentlich voll hässlich. Hier drüben! Vielen Dank. Kein Thema. Das macht kaum Schaden. Das ist doof. Okay, danke. So, das heißt hier Super Elixier. Ich hasse die Tomboys, die halten einfach extrem zu viel aus. Viel zu viel. Das sei mir nicht gegönnt. Und dann töten die mich mit einem Hit. Das ist doch Bullshit. Boah, jetzt kriegt er Damage. Euch zu kennen, Leute. So nice, das hat echt gerade gesessen. Aber so langsam will ich doch wirklich zum Boss. Bitte Spiel. Da ist Boss. Ist das Boss? Nein. Das ist wieder nur so ein Gockel. Dieser Gockel ist doch lachhaft. Super einfach. Weiter geht's. Ja, weiter geht's hier runter. So, wohin geht's denn runter? Noch so ein Vogel. Ich wünschte mir, ein Tomboy hätte die HP gehabt von diesem Vogel. Dann wäre er ganz schnell down. Aber nein. Der muss ja ganz, ganz viele haben. Wahrscheinlich hat er eine Million oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hält er sau viel aus. Nein. Eins, zwei. Ein Küchenmesser. Zwei. Das ist eine Herausforderung zum Bekochmeister. Hab da so meine Zweifel. Er hat immer noch eine Hälfte voll. Das gibt's doch nicht, obwohl ich den richtig eingedroschen habe. Ich wackel gerade mit dem Kopf, das sieht man nicht, aber. Nee! Die haben viel zu viel HP, das geht nicht. Ja, dann. Okay, Ignis lebt wieder. Jawohl, danke schön. Das hilft mir. Ich hab versagt. So, jetzt habe ich wieder nichts versagt.
Boah, das ist so schlimm, wie diese scheiß Tombris hier einfach so Damage machen. Das ist ja noch, dass sie das, dass sie unnormalen Schaden machen. Also direkt nur einen Hit. Was macht Prompto da hinten? Du schießt jetzt mal, mach mal was. Tu mal was. So, direkt nochmal hier. Komm, auf, mach mal was. Ja, von hinten mache ich echt guten Damage. Jawohl, wir haben ihn besiegt. Das kleine Würstchen ist down. Ja! Beeindruckend. So, mal gucken hier, Folge. Was Folge macht bei dem? Oh, nice. Das erste Mal wieder Magic benutzt. Mit langem. So, wir sparen jetzt mal hier die Heiltränke. Wir haben nur noch 16 Stück. Weil immer wenn über 50, also unter 50 HP fällt, benutzt Noctis bei mir einen automatischen Heiltrank. Da habe ich irgendwie so ein Accessoire gefunden für. Das ist ganz cool. Knöchelband der Götter. Das hört sich doch an für... hier Knöchelband. 150. Wie geil ist das denn? Boah, jetzt ist er wie so ein Panzer, hält alles fern. Nice. Nein, nein, wieder ein Tumble Round. Round. Vier Stück. Oh, das kann wieder dauern, das kann wieder dauern. Ich hasse Tumbles. Kann man die nicht irgendwie schneller töten? Mit einem Todzauber oder so, ich weiß es nicht. Ich wollte ihn gerade wiederbeleben. Damit ich Element-Dings da benutzen kann. Ja komm, Ignis, mach mal. So, dann machen wir Königswaffen. Also vier Stück sind wirklich krass, so wie hier. Das ist echt krass. Warum benutzt du keine Königswaffen? Was soll das? Jetzt aber. Was los? Was los? Warum hat er nicht weitergemacht? Oh, das gibt's nicht. Jetzt kann ich nur exekutieren. Ich glaube, ich habe neue Hassgegner. Und das sind diese Tombowe hier. Das ist unerhört. Mega Phoenix. Ich muss die versuchen, von hinten anzugreifen, weil da mache ich den meisten Damage. Mal fast 5000 Schaden. Das gibt's nicht. Mann. Wann müssen wir das austesten? Geht das? Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Können wir damit töten? Sieht nicht gut aus. Kann ich die damit tatsächlich töten? Tut mir leid. Och Mann. Das dauert halt wahrscheinlich nur extrem lange mit dem Ring, oder?
Ich will jetzt mal gucken, ob ich den töten kann. Nee, ich glaube, das geht nicht. Naja, müssen wir die weiter eindreschen. Ich hasse deren Messer. Ich hasse deren Messer, die machen so Aua. Etwas zu früh für eine Pause, Porto. Findest du nicht? Ups. Okay, wir haben keine Heiltränke mehr anscheinend. Ja, er benutzt keine mehr. Jetzt muss ich wieder manuell heilen. Och nein. Naja, zum Glück habe ich genug Item. Dabei habe ich mich so schon gewöhnt, dass man automatisch geheilt wird. Boah, das gibt's doch nicht. Warum halten die so viel aus? Okay, ich habe eine Idee. Und zwar werde ich jetzt Magie benutzen. Ist mir jetzt egal. Aber warte mal, das ist nur 400. Haben wir da überhaupt Damage? Wie geht's? Ging mir schon besser. 14.000? Meh. Okay, das war voll der Rotz gerade. Auch irgendwas Besseres, Elixier oder so. In Gefahr. Das ist schlecht. Okay, nur noch zwei. Oh, das gibt's nicht, dass die so krass aushalten. Das ist Bäm. Okay, Zeit wieder für meine Königswaffe. So, und das ist der letzte. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wir hätten kein Essen gehabt, also dieses Critical Hit Essen. Was wäre dann? Dann wären wir hier 10 Stunden am Kämpfen gegen diese Tomberries. Das ist ja unglaublich, was die an HP haben. So, jetzt, bitte, bitte, Boss, komm langsam. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier gegen scheiß Tomberries kämpfen muss. Nochmal kämpfen, oh mein Gott. Boah, dieser Dungeon ist ja echt... Nee. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf diesen Dungeon, aber wir machen den trotzdem. Ja, dann zählt mir mal. Ihr wollt hier echt übernachten? Na, wo denn sonst? Okay, damit bekommen wir wieder unseren Buff.
80% kritische Trefferchance, das ist sehr gut. Und Ignis kocht und kocht und sein ziemlich Skill cool. Steigert. Oh, das sieht ja cool aus. Das sieht echt cool aus, das Bild, weil da sieht man richtig gut und scharf den Tombury. Oder das hier. Gutes das sieht Timing auch sehr cool aus. Das sieht wirklich richtig gut aus. Toller Schnappschuss. Ich sehe ganz normal aus. Es sieht so aus, als ob Ignis den Claudia die Lanze irgendwo reinjagt. Ja gut. Das ist jetzt, glaube ich, das 5. oder 6. Mal, dass wir gecampt haben. Kann das sein? Also beziehungsweise zumindest haben wir 5 oder 6 Camps jetzt gefunden. 2 Stück habe ich hier geskippt und 2 Stück oder 3 Stück schon benutzt. Zeit zu gehen. So, los geht's. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass dieser Dungeon so lang ist. Weil die anderen waren zwischen ja, 20 und 40 Minuten, da war ich fertig. Und hier bin ich ja schon fast bei, ja keine Ahnung, eine Stunde oder so würde ich sagen. Die Jagdsaison ist eröffnet. Naja, schaffen wir schon. Und wenn es 3 Parts geben wird, was soll's. Hauptsache ich schaffe diesen Dungeon, das ist doch das Wichtigste von allem. Dir noch? Ja. Noctis? Gerade noch so. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Aber ich irre mich, weil es geht immer nach unten. Also müssen wir auch irgendwann mal zum Boss kommen. Ja, hier geht es einfach ziemlich weit nach unten. Obwohl wir schon eine ziemlich geile Waffe gefunden hatten, ne? Deswegen frage ich mich, warum es dann nicht weitergeht. Wir hatten noch eine richtig krasse Waffe gefunden. Scharfrichter, Scharfrichter oder... Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall die Waffe, die jetzt Prompto hatten hat. Diese Pistolen. Also ich rede jetzt von dieser Waffe hier. Todesstrafe, genau. Wir haben Todesstrafe gefunden. Warte mal. Todesstrafe? Ist das nicht die Waffe von Vincent aus Final Fantasy 7? Doch. Doch, das ist die Todesstrafe. Auf jeden Fall hatte der eine Waffe gehabt. Vielleicht war das auch sogar seine letzte Limit-Waffe, also seine letzte Waffe, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall daher kenne ich die. So, fertig. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Irgendwie schaltet sich die Musik halt automatisch aus. Das ist doof, das will ich nicht. Die soll immer anbleiben. Weil ich glaube, jedes Mal nach Campen oder so schaltet sie sich aus. Der hat das gleiche Küchenmesser wie du. Aber er ist nicht so nett. Warum nicht noch mehr von denen? Das gibt's doch nicht. Noch mehr Tombris, ich kann sie nicht mehr sehen. Hey, lass uns nicht im Stich. Warum sind wir nur zu zweit? Dann streng dich mehr an. Wo ist der Rest der Jungs? Die chillen wohl oder was? Naja, ich und Ignis machen das schon. Ja, von hinten machen wir richtig Damage. Pass besser auf, Noct. Ja, würde ich ja gern. Geht aber nicht.
Na toll, tot in der Luft. Oh je, oh je, oh je. Wir humpeln uns durch die Arena hier. Eine Stärkung für dich. Danke dir. So, und am besten auch noch mal Stärke. Knocked. Danke. Aber das gibt's nicht, dass die mich jedes Mal erpieksen. Ich habe keine Chance. Komm, heil mich wieder. Ach so, wir sind ja beide tot. Boah, wow, macht natürlich voll Sinn. Das ist ein bisschen unfair gerade. Wir sind nur zu zweit. Ich meine, klar, 2 gegen 2, aber wir sind mindestens genauso stark wie die 2 von uns. Ja, toll. Wenn man gerade vom Teufel spricht, kommen die. Mit Vergnügen. Ignis, los. Mann, das Spiel bringt nicht. Danke dir. Hast du überhaupt auf? Nach wen? Ja. Voll mit dir. Puh, ja, wir kriegen das schon hin. Zum Glück habe ich eingekauft, zum Glück habe ich eingekauft. Okay, wir haben es geschafft. Ja, da ich noch nicht, immer noch nicht weiß, wo der Boss jetzt hier ist, werde ich jetzt wieder hier, ja, werden wir den Part jetzt erstmal hier beenden und quasi im dritten Teil dieses Dungeons geht's dann weiter, im dritten Part. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Teil, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Mein Name ist Gelato86, würde mich natürlich freuen über eine Bewertung. Kommentare, Däumchen hoch, Abo, das ganze Programm. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet wieder ein. Bis dahin sage ich bye bye, wink wink und ciao ciao.